Hast du gerade meinen Kaffee ausgekippt? Oh, nice. Wunderschönen guten Tag, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute Africa Edition, hier am Tresen im Manta Resort. Und ich habe mir gedacht, wo wir schon mal am Tresen sitzen, geht hier nichts über ein feines Drinkchen. Ein Martini Black, please. Thank you. Und wo ist meine Olive? Warte. Hinter der Kamera heute die liebe Sabebe. Hallo. Die hat wunderschöne Fragen rausgesucht. Yo Chang, hast du auch Snapchat? Hab ich tatsächlich nicht. Ich hatte es mal, ich habe es benutzt, habe aber auch Instagram Story parallel gehabt. Macht nicht so viel Sinn jetzt noch mit WhatsApp. Wie viele Plattformen will man noch haben? Bringt nichts. Hier könnt ihr mich verfolgen auf Instagram Story. Du kannst aber vielleicht mich verlinken. Sabibu hat Soll ich dich verlinken? Ja. Genau. Achso, falls ihr aber dennoch auf Snapchat bleiben wollt, Snapchat, dann geht ihr doch auf den Snapchat-Account von der lieben Sabribo. Sabibu. Diese Frage habe ich mir natürlich ausgesucht. Wie viele Freundinnen hattest du schon? Ey, das ist schon so viel, ich kann das nicht mehr zählen. Definiere Freundin. Freundin, Beziehung. Richtige Beziehung? Ja. Eine Woche, ist das eine Beziehung? Nein, man sagt. Mal so diese Anfangsbeziehung. Wir sind jetzt zusammen. Ohne Witz, ich hatte schon. Ich hatte schon auf dem Zettel, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und ein Jahr angekreuzt. Und dann kam die am nächsten Tag zur Schule mega rot im Gesicht. Hat sie nicht getraut und ist mir aus dem Weg gegangen. Und eine Woche später gesagt, ja, Digga, bringt nichts. Schluss gemacht. Das zählt nicht. Ja, dann. Ich meine, so nach Hause Eltern vorstellen. Ach also so. Mindestens so. 3 Monate. Oh. I-O. Ja, nee, da ist bei mir. 1, 2, 3. Du bist 4. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ne. Dani Muffin fragt, Yo Cheng, warum siehst du so gut aus? Das liegt vielleicht ganz einfach daran, weil ich ein Tattoo überm Nippel habe. Ja, also wirklich auf den Nippel drauf. Ja. In den Nippel rein, durch den Nippel durch. Und der wird noch komplett ausgefüllt. Dann habe ich Nippelbehaarung. Trommelfreak fragt, Yo Cheng, was empfiehlst du zu tun, wenn man in Fremdsprachen echt nicht gut ist, aber unbedingt die Welt bereisen und sehen möchte? Hände und Füße. Oh, jetzt kommen die ganzen Fußfetischisten. So, Bibo, magst du mir ein Bild von deinem Fuß schicken? In nackter Form kann ich meinen tätowierten Neipel reiben. Gab es auf jeden Fall schon. Gab es schon? Mit den Fußfotos habe ich sie doch echt vorgelesen. Mann, ich wollte das Schauspieler gerade. Sorry. Echt? Echt? Alter, kann man das sehen? Diese Ameisen sind hier so groß wie mein Fußnagel vom großen ja, Zeh. Ja, doch, das ist echt drauf. Oder, Bitch? You like my Martini, ha? Huh? Nein, würde ich niemals tun. Tobias Lingel, der kleine Schlingel, fragt, Yo Cheng, wie ist der Stand von Trees of Life? Du hattest angekündigt, dass du hier vor Ort dokumentieren willst. Ich, sicher auch andere, würden gerne sehen, wie die Spenden genutzt worden sind. Lieber Herr Schlingel, wir wollen nach Madagaskar reisen und vor Ort, genau wie wir das jetzt hier mit dem Pemba-Projekt gemacht haben, dokumentieren und euch zeigen. Erstmal natürlich sagen, wie viel Geld eingenommen wurde, wie viele Bäume wir gepflanzt haben und so weiter und dann vor Ort zeigen, dass diese Bäume auch tatsächlich gepflanzt wurden. Wir sind momentan nur so viel unterwegs, links, rechts, immer kommt irgendwas rein und ihr seht es ja selbst auf diesem Kanal. Deswegen ist es bisher noch nicht geschehen, aber es wird passieren und das verspreche ich euch meinem Namen. Chingaling. Chingling Ehrenwort. Mit dem kleinen Finger, ihr kennt's. Tunkt ihn einfach ein in euren Martini. Leckt ihn ab und das bedeutet, ihr seid Faker. Nein, Spaß. Nee, machen wir auf jeden Fall. Mr. Torch vielleicht oder Torch. Torge. MR Torch? Torge? Frag, Yo Cheng, wie kannst du mit der Drohne reisen, speziell mit dem Flugzeug? Was muss man da beachten? Keine Ahnung. Ja, nächste Frage. Dadurch, dass wir sehr viel mit diesem... Schulz. Alter, mir kam ein kleines bisschen Kotze hoch gerade. Schulz, das hatte ich auch vorhin beim Abendessen. Ah nee, es war Loser, ne? Wie war Schulz noch? Ja! Noch doller. Tatsächlich sind wir schon relativ viel mit der Drohne durch die ganze Welt gereist und haben auch schon ein bisschen was an Erfahrung sammeln können. Was wichtig ist, dass ihr die Akkus nicht in den Koffer mit reinpacken dürft. Zusätzlich müsst ihr darauf achten, dass die Akkus, die ihr mit euch in das Flugzeug nehmt, nicht über eine bestimmte Milliampere-Anzahl beträgt. Das war kein Deutsch. Ich habe Kotze in der Nase. Jetzt riech die ganze Zeit nach Kotze. Vorhin beim Aufstoßen hinten am Mund vorbei in die Nase geschossen. Ja, man denkt, das ist ja Alkohol, das ist Kaffee übrigens, was er da trinkt. Ich soll ein bisschen cool wirken. Oh. Du bist so schlimm. Außerdem ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass
eure Akkus nicht eine gewisse Milliampere-Zahl überschreiten. Bei der Inspire One, ich glaube, das war 2800, lass mich nicht lügen, Milliampere. Davon durften pro Person 2 Akkus mitgeführt werden. Da ich 3 hatte, musste ich leider einen Akku an Sabibo weitergeben. Kein Problem, Brudi. Und dann war geklärt, das Problem. Ein bisschen gedealt unterm Tisch, Akku hin und her geschoben. Aber die haben ein bisschen Faxen gemacht. Bin von A nach B gelaufen. Hier alles regulär. Sie steht auf. Ich habe gedacht, die klatscht dem Typen gleich eine. Hat mir das so gesagt, sie wissen schon, wer das ist, ne? Und dann hat sie erstmal hier meinen Status rübergeschoben, hier Abonnentenzahlen, und dann war es geklärt. Ja, ich würde sagen, das ist Karma, wenn man versucht, sich seine Geschichte zu erstinken und erlügen. 3:28 Uhr Nacht. Wenn die Leute zugehört haben, Pemba hat ja schon lange keinen Strom bezahlt. Pemba hat tatsächlich noch nie ihren Strom bezahlt. Furkan Badem fragt, Yo Cheng, wie oft hast du es mit deiner Freundin getrieben? Warum nimmst du solche Fragen mit rein? Weil ich einfach denke, what the fuck? Nein, man soll ja keine Vorurteile haben. Aber tatsächlich, würde ein Jens Peter solch eine Frage stellen? Jens Peter, wenn du mich gerade hörst da draußen, würdest du solch eine Frage stellen? Ja, ich werf mal eine Zahl in den Raum. 12 Mal am Tag. Weißt du, was ich dachte? 12 was? 12 Zentimeter Penis? Dicke? Nee, wie alt der ist. Deswegen. Oh, dein Alter? Auch gut. 12? Könnte auch was. Michelle Schäfchen fragt. Ach, wie süß. Yo Cheng, hast du dich in deiner ganzen Zeit auf YouTube schon einmal in deiner Kreativität eingeschränkt gefühlt? Sei es durch Zeitmangel und so weiter und so fort. Zeitmangel haben wir eigentlich immer. Und ich glaube, dass das irgendwo ein Aspekt ist, der unsere Fähigkeit gefördert hat, auf die Schnelligkeit kreativ sein zu müssen. Es gibt auch anderweitigen Stress, weil du zu viel arbeitest, du musst wieder tief in die Nacht durchballern, wieder was schneiden. Allgemein diese Kontinuität, dass du quasi gezwungen bist, wenn du überleben willst auf YouTube, dass du wirklich andauernd Videos bringen muss und die sich natürlich dann von der ganzen Masse, weil es so viele YouTuber gibt, auch irgendwo unterscheiden. Dann du noch den Zwiespalt hast zwischen, okay, ich muss den Weg gehen, der richtig funktioniert, das heißt, ich muss clickbaiten, ich muss Inhalte bringen, die komplett hochgradig asozial und scheiße sind. Weil die Leute es sehen wollen. Weil ihr das sehen wollt, nicht alle, aber viele. Das oder stresst einen so dermaßen, dass man so gewisse Blackouts bekommt, die nicht nur temporär sind, sondern manchmal auch über einen längeren Zeitraum anhalten können. Und dann sitzt du da und hast das Gefühl, du bist nicht kreativ. Bummelfrosch94 fragt, gibt es eigentlich einen besonderen Grund, dass du bei deinen letzten Videos die Kommentarfunktion deaktiviert hast? Und zwar haben wir bei einer Kampagne mitgewirkt von Netflix. Da geht es nämlich darum, aufmerksam zu machen, dass Cybermobbing eine krasse Geschichte ist und viele Leute negativ beeinflusst. Wir wollten einfach nur zeigen, dass wir in der Lage sind, als Influencer Kommentare unter Instagram, YouTube und allen anderen Plattformen zu deaktivieren, um den Außenstehenden die Möglichkeit zu nehmen, irgendwelche Hate-Kommentare drunter zu schreiben. Viele von den Menschen, die aktiv mobben, wissen gar nicht, was für einen großen Impact diese Wörter haben, die ihren Mund verlassen. Sie meinen das meistens nur aus Spaß oder wollen die Leute irgendwie nur ein bisschen necken oder was, aber haben gar keine intensivere Intention. Aber dass ihre Wörter so krasse Konsequenzen haben können, checken die meisten nicht. Das heißt, die Leute nehmen sich das zu Herzen, nehmen das auf. Manchmal bilden sich so richtig psychische Krankheiten daraus, weil sie sich Dinge einreden. Deswegen hier nochmal der Appell an die Leute da draußen, geht nicht so leichtfertig mit euren Worten um. Denn ihr könnt Leute ganz, ganz schnell verletzen und in Wege reinbringen, die depressiv machen und eventuell sogar noch schlimmer. Deswegen habe ich die Kampagne auch mit Netflix gemeinsam gestartet. Ich durfte die Serie vorab schon teilweise sehen. Super cooles Ding. Ihr könnt ja meine Beschreibung auschecken. Da habe ich den Trailer nochmal für euch verlinkt. Lord Dennos fragt. Lord Dennos. Yo Cheng, wurdest du schon mal richtig gemobbt? Ich hatte zum Beispiel damals richtig krass Akne. Hier die ganze Seite, unten Hals voll. Da hat man schon den ein oder anderen Spruch kassiert. Ja, diese dumme Sachen, Pickelfresse, du hässlicher, sonst was. Kennen wahrscheinlich viele Leute von euch auch. Mich hat's derbe gestört, weil ich einfach so aussah und mich auch. Ich war dann immer derjenige, deswegen bin ich wahrscheinlich Fotograf geworden, weil ich immer selber fotografiert habe. Die anderen Leute, die dann noch so meines Erachtens nach gut aussahen, ich war dann nicht so präsentierbar. Aber ja, also anfänglich, natürlich. Das ist ja bis heute so. Du magst es nicht, fotografiert zu werden. Also ich versuche so das gerade irgendwie noch so. Oder du sagst dann immer irgendwie, dass du nicht gut aussiehst. Ich sehe ja nicht gut aus. Natürlich siehst du gut aus. Genau das sage ich immer, weil ich das hören möchte. Ja, sonst wäre ich nicht mit dir zusammen, Baby. Boah. Nur wegen deinem Cash und wegen deinem guten Aussehen, weißt du das? Ach Mann. 100.000k und dann bin ich weg, Baby. Gut, dass ich dich jetzt nicht mehr promote. Shit, habe ich ja gerade gemacht. Also Instagram Sabibo. Louis Heppner sagt, Yo Cheng,
Sprech mal Chinesisch. Sprech mal Chinesisch? Xing Shang Shong. Chinesen im Karton. Alleine sprech mal Chinesisch. Sprich du erstmal Deutsch, Digga. Sprech mal natürlich. Ja, imperativ. Was soll ich noch sagen? Sag mal irgendwas, was ich sagen soll. Weiß nicht was. Soll ich mir das jetzt aus dem Arsch schieben? In den Arsch schieben? Aus dem Arsch ziehen oder was? Ja, schau. War zum Piu, la Chulaima. Ich dir auch, Chulaima. Sag mal, sehe ich eigentlich aus, als hätte ich mich selber gerade aus dem Arsch gezogen? Weil ich fühle mich so richtig feucht. Rieche auch ein bisschen so. We don't have time. We don't have time, cause the video has to go online. Okay. Boah, ein richtiger Upper Red Rhyme. Schenkelklopfer. Die letzte Frage für heute. Oh, die letzte Frage, alles klar. Mix H. Reis. Mix H. Reis? Ja. Sympathisch. Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du an diesem Tag machen? Deswegen, ich sag ja, letzte Frage. Letzter Tag, Leben vorbei. Ich würde ein weiteres Jojang in deiner Hase komplett unnötig. So, scheiße, ich muss schnell noch schneiden, damit es online geht. Ich hab noch 2 Stunden zu leben. Man kann ja auch nicht sagen, ja, ich fliege jetzt an meinen Lieblingsort. Sondern zum Beispiel, wir fliegen jetzt hierher, weil der Tag ist dann vorbei. Ja. Man kommt ja nicht mehr an. Nee, ohne Witz. Ich würde zu dir gehen und dann würde ich aus den 12 Mal am Tag 13 Mal am Tag machen, würde ich dich einfach eiskalt mitnehmen. Dann würden wir einfach chillen den letzten Tag. Gar nichts machen. Netflix gucken. Baby, nicht hier. Du Schwein. So, liebe Freunde, wenn ihr auch ein Teil von Yocheng sein wollt, dann schreibt eure Kommentare mit diesem Hashtag unten in die Kommentare rein und dann seid ihr vielleicht nächste Woche Sonntag wieder dabei. Wir sehen uns wieder. As usual, stay positive. Schade.